Vielen Dank, Frau Schüter, für die Vorstellung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, aus dem Motto unseres Panels gut planen, fair entscheiden, Planen und Konfliktlösung beim Infrastrukturumbau habe ich mir einen wesentlichen Baustein ausgesucht, um den hier zu vertiefen, die Bürgerbeteiligungsverfahren aus Sicht einer Genehmigungsbehörde. Bürgerbeteiligung ist ja das Motto des Jahres 2011, 2012. Es ist sicherlich der einzige Kongress, der sich mit diesen Fragen beschäftigt. Der Deutsche Juristentag wird sich auch nächste Woche mit diesen Fragen nochmal auseinandersetzen. Gegliedert habe ich meinen Vortrag einmal, warum die Politik die Bürgerbeteiligung in diesem Jahr entdeckt hat, dann letztlich, wie Bürgerbeteiligung gestaltet werden muss. Dann möchte ich auf zwei Beispiele eingehen. Das eine wurde schon angesprochen, das ist das Verfahren um das Pumpspeicherwerk Attorf bei uns im Holzenwald. Zweites Beispiel ist die Endlagersuche der Schweiz und dort insbesondere, wie Standorte für die Oberflächenanlagen gemeinsam in Mediationsprozessen festgelegt werden sollen. Dann möchte ich noch ein bisschen auf die Frage Beteiligung und Rechtsrahmen, aber auch Beteiligung und fachlicher Rahmen eingehen. Und am Schluss habe ich auch noch ein paar Thesen. Jetzt habe ich da vergessen. Das ist der Pointer. Habe ich. Das war nochmal hier kurz, Entschuldigung. Ja, also Ausgangspunkt war sicherlich Stuttgart 21, aber es gab schon vor Stuttgart 21 Bürgerprotest. Sie sehen hier zwei Bilder, die so ja, meinen Berufsweg begleitet haben. Das erste war die Auseinandersetzung des Planfeststellungsverfahrens über die Sonderabfallverbrennungsanlage in Kehl. Wir hatten dort 160.000, 180.000 Einwendungen aus der Ortenau und aus dem angrenzenden Elsass. Das Verfahren ist gescheitert, ist dem Koalitionsvertrag zu Opfer gefallen, der damaligen Großen Koalition Baden-Württemberg. Im Nachhinein hat sich das als richtig erwiesen, denn ein paar Jahre später gab es diese Sonderabfälle gar nicht mehr, die man in dieser Anlage behandeln wollte. Das andere Bild betrifft ja, das PSW Attorf. Das wird das letzte Großvorhaben in meinem Berufsleben sein, das ich begleite. Und Sie sehen hier ein Bild, das ist im Stern erschienen, auch ein Artikel zur Bürgerinitiative Attorf, die wurde da in meinen Augen schon ein bisschen diskreditiert. Man hat gesagt, ja, jetzt haben wir die Energiewende, wir stellen die Atomkraftanlagen ab und niemand ist bereit, dann, sage ich mal, die Folgekosten, sprich die neue Infrastruktur zu tragen. Das ist alles Egoismus. Man kann nicht eines und das andere haben, das ist sicherlich richtig, aber die Leute sind natürlich auch in ihrem Lebensumfeld durch so eine Planung sehr betroffen. Dann haben wir natürlich das Problem, kann man dem deutschen Bürger vertrauen? Man verweist immer auf die Schweiz, die haben eine Tradition von Jahrzehnten, Jahrhunderten bei der Bürgerbeteiligung, die treffen auch in der Regel die richtigen Entscheidungen. Jetzt war es die Abstimmung in München zur dritten Startbahn und gleich wurde der Wutbürger dafür verantwortlich gemacht, dass in Deutschland keine Infrastruktur mehr verwirklicht werden kann. Wenn man sich dann aber die Abstimmung zu Stuttgart 21 vor Augen führt, dass selbst in der Region Stuttgart eine Mehrheit dann für Stuttgart 21 gestimmt hat, bin ich dann nicht so pessimistisch. Und die zentrale Frage wird natürlich sein, wie kann der Wutbürger aktiviert werden, dass er sich an Prozessen nicht nur protestierend, sondern auch richtig beteiligt. So, jetzt versuchen wir mal. Ja, und die Antwort der Politik ist jetzt dieser neue Paragraphen 25 Absatz 3 im Verwaltungsverfahrens. Gesetz, die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung, diese Rechtsvorschrift wird sehr kritisiert von Wissenschaft, vom Bundesverwaltungsgericht, ja eigentlich von allen, auch jetzt im politischen Entscheidungsprozess. Zum einen wird bemängelt, dass die Behörde nur darauf hinzuwirken hat, dass es also nicht verpflichtend ist, die neue frühe Öffentlichkeitsbeteiligung. Dann die andere Frage, die Frau Barth angesprochen hat, ob nicht sichergestellt werden muss rechtlich, wie die Ergebnisse eines Beteiligungsprozesses letztlich in das Verfahren überführt werden. Und neuestens, wenn man juristische Literatur liest, wird auch bemängelt, der Antragsteller ist ja frei, ob er sich dem Drängen der Behörde nachgibt. Warum ist das rechtlich nicht sanktioniert? Ich meine, man müsste der Regelung erstmal eine Chance geben. Im jetzt politischen Prozess, Bundestag und Bundesrat besteht Einigung, dass die Vorschrift nach einigen Jahren zu evaluieren ist und man wird sehen, welche Wirkung sie erzielt hat.
Das Gesetz enthält keine Regelung, wie dieser Prozess gestaltet werden soll. Wissenschaft kümmert sich schon Jahrzehnte um Beteiligungsprozesse. Es gibt dicke Handbücher. Das ist jetzt eines aus Österreich. Und man sieht, so ein Beteiligungsprozess hat eigentlich drei Stufen. Die eine ist die Information, also die Informationsveranstaltung, Konsultation, das sind Bürgerinnenversammlungen, öffentliche Diskussionsveranstaltungen, Mitbestimmungen, die Arbeitsgruppe, runde Tische, Mediation. Und ich denke, je mehr sich so ein Prozess auf der obersten Stufe im Bereich der Mitbestimmung bewegt, desto eher wird er auch Akzeptanz schaffen können. Erfolgsfaktoren aus meiner Sicht sind, es muss eine frühzeitige Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in den Prozess erfolgen, eigentlich zum Zeitpunkt, wo das OPP noch offen ist. Das wird in den wenigsten Fällen so sein. Die Industrie plant und geht dann erst auf die Genehmigungsbehörden zu. Also ich habe mir bisher kein Chemieunternehmen erlebt, das sagt jetzt, ja, also ich habe jetzt vor, eine Anlage, was weiß ich, zur Herstellung von Nanotubes an meinem Standort zu planen. Soll ich das hier machen oder nicht? Sondern da gibt es letztlich auch innerhalb der Konzerne einen Wettbewerb und da geht es darum, wer ist schnell. Und da passt Beteiligung auch nicht immer dazu. Aber es ist doch wichtig, möglichst, gerade wenn es um Mega-Infrastruktur geht, dass man hier auch noch ein Stück über das OPP diskutieren kann. Es müssen natürlich die Erwartungshaltungen geklärt werden. Für Bürgerinitiativen, die ein Projekt ablehnen, ist ganz schwierig, sich auf so einen Prozess einzulassen, weil die wollen in erster Linie über das OPP diskutieren und nicht über das Wie. Und so ein Beteiligungsprozess ist doch viel stärker auf die Frage des Wies ausgelegt als auf das OPP. Dann sollte, wie schon gesagt, eine Ergebnisoffenheit in minimalem Ausmaß bestehen. Der Planungsprozess muss transparent sein. Also die Bürger müssen letztlich sehen, wie es vorangeht. Wir haben das in Attorf mit einer ökologischen Begleitgruppe. Da wird letztlich informiert, wie weit die Schluchseewerke, die ist das Antragsteller, wie weit die mit ihren Planungen ist, wie jetzt im Grunde genommen die Abschwerbauwerke aussehen. Das erscheint mir wesentlich, dass die Leute in so einen Prozess auch eingebunden werden. Und dass wir hier auch ein Stück über das Wie vielleicht mitdiskutieren können. Dann bedarf es klarer Spielregeln nach innen, aber natürlich auch hinsichtlich des Rahmens. Ich werde nachher Beispiele zeigen, wo sich vielleicht der Beteiligungswunsch oder nicht der Beteiligungswunsch, sondern das Beteiligungsergebnis möglicherweise nicht mit dem Rechtsrahmen übereinstimmt. Das kann aber auch der fachliche Rahmen sein. Und deshalb muss für die Leute, die sich auf so einen Prozess einlassen, klar sein, in welchem rechtlichen und ja, naturwissenschaftlichen, fachlichen Rahmen sich dieser Prozess bewegen kann. Dann eine unabhängige Moderation ist ganz wichtig, das kann von den Planfeststellungsbehörden nicht geleistet werden und das ist eine eigene selbstverständliche Forderung. Verständliche Erklärung technischer Informationen wird aber nie gelingen. Ich habe jetzt in meinem Berufsleben schon Dutzende Erörterungstermine geleitet und wenn halt ein Fachgutachter auf dem Podium steht oder sitzt und einen Vortrag hält, erreicht im Regel den Saal nicht. Aber man kann dran arbeiten. Gut, ich möchte jetzt kurz auf zwei Beispiele eingehen. Das ist das Pumpspeicherwerk Attorf. Wer, wenn es gebaut werden würde und ein Finanzierungsmodell zur Verfügung stellt, das größte in Deutschland mit einer Leistung von 1400 Megawatt. Investitionskosten derzeit 1,6 Milliarden. Und das Finanzierungsmodell für Pumpspeicherkraftwerke ist verloren gegangen. Früher hat man in der Nacht billig den Strom hochgepumpt. Das Wasser mit Strom hochgepumpt, mit billigem Strom und tagsüber halt letztlich dann den Strom wieder erzeugt und zur Mittagszeit verkauft. Wir haben vorhin im Panel 2 gehört, die Spitzen sind weg und auch der Spitzenpreis ist im Grunde genommen weg. Das Projekt nimmt einen gigantischen Raum in Anspruch, das reicht vom Rhein bis hoch in den Hotzenwald. Letztlich werden da 1500 Hektar Fläche beansprucht und, nein, 150 Hektar Fläche beansprucht. Und davon 120 dauerhaft. Man hat früh versucht, alle einzubinden. Das erste war, das Landratsamt hat eine ökologische Begleitgruppe eingerichtet, in der sind die Bürgerinitiativen vertreten, sind die Umweltverbände vertreten, die Gemeinden. Ursprünglich war eigentlich die Idee, wenn man jetzt viel Geld für eine naturschutzrechtliche Kompensation in die Hand nehmen muss, können da nicht die Umwelt- und Naturschutzverbände, sage ich mal, ihre Lieblingsideen, die sie in diesem Raum haben, jetzt finanziell verwirklicht durch Zahlung der Schluchseewerk AG, durch diese Kompensation für das Vorhaben. Das haben die aber alle abgelehnt, weil sie sagen, wir wollen das Projekt nicht mehr, lassen uns auch letztlich, sage ich mal, das Wie nicht abkaufen. Von Gemeinden kamen in diese Richtung Vorschläge. Die ökologische Begleitgruppe hat jetzt im Grunde genommen
die Funktion, dass man halt die Beteiligten im Raum über die technischen Fortschritte bei der Planung informiert. Dann hat das Öko-Institut, die Frau Barth, eine Reihe von Infoveranstaltungen moderiert im Auftrag der Gemeinden im Vorfeld des Raumordnungsverfahrens. Aus Sicht der Gemeinden und auch der Schluchsewerke sind die leider gescheitert, weil die Leute haben da erstmal emotional ihrem Herzen freien Lauf gelassen. Es war sehr emotional und es gab halt nur die Gegner hatten das Wort, die Schluchsewerke drangen nicht durch, auch die Gutachter nicht. Und ich sage immer, das ist ein ganz normaler Erörterungstermin gewesen. Da machen halt die Leute ihrem Herzen Luft und es war auch wichtig für, sag ich mal, die sozialpsychologische Hygiene im Verfahren, denn im anschließenden Raumordnungsverfahren, der Erörterungstermin lief so sachlich, wie ich das noch nie in meinem Leben erlebt hatte. Dann gab es den runden Tisch, das war ein Vorschlag des NABU in Baden-Württemberg und auch des heutigen Umweltministers Untersteller. Die Schlusswerke sind darauf eingegangen, die Frau Hustedt, die ich heute zumindest hier gesehen habe, aber nicht im Raum, hat diesen runden Tisch moderiert. Es war sehr kostenaufwendig. Man hat das ins Internet übertragen, hat Public Viewing organisiert, hat jede Seite durfte ihren Gutachter mitbringen, wurde alles finanziert von den Schlusswerken. Man hat es auch geöffnet Richtung Landespolitik, es war dann ein Tisch mit 40, 50, 60 Leuten, gab 4, 5 Sitzungen, Gesamtkosten in der Größenordnung von 500.000 bis 1 Million Euro für diesen Prozess. Jetzt können Sie sagen, klar, beim Projekt von 1,6 Milliarden ist das verschmerzbar, auch bei Vorlaufkosten, die heute für einen Sondierstollen und die Gutachten alles so bei 60, 70 Millionen liegen, ist das auch noch verschmerzbar. Jetzt nehmen Sie aber mal eine mittlere Investition in der chemischen Industrie, sag ich mal, eine Anlage zur Herstellung von Nanotubes, die kostet halt, was weiß ich, der Reaktor und das Umfeld dazu 4, 5 Millionen. Wenn Sie da einen Prozess nur in der Größenordnung von 200.000, 300.000 Euro im Begleitprozess als Unternehmen organisieren und den bezahlen, ist das natürlich schon ein Wirtschaftlichkeitsfaktor. Der runde Tisch wurde dann von sozialwissenschaftlichen Studien begleitet und ein wesentliches Ergebnis war, man hat auch Bürger befragt, die Bürger im Raum stehen dem Projekt vehement negativ gegenüber oder sie begrüßen das als sinnvoll. Also wenn Sie so einen Strang mit auf 10 Zahlen haben, Sie finden dann nur Antworten bei 1 bis 3 und bei 8 bis 10 und mittendrin gar nichts. Das war vor dem runden Tisch so und es war auch nach dem runden Tisch so. Also in dieser hinsichtlich Akzeptanz hat der runde Tisch wenig Wirkung gehabt. Das Einzige war, die Ambivalenz für die Argumente der Gegenseite sei gestiegen. Da können Sie natürlich fragen, ja, dass man sich jetzt besser versteht, war das die Million wert? Also man darf sich, denke ich, auch von Beteiligungsprozessen nicht erwarten, dass das Akzeptanz schafft. Überall. Denn die Leute, die vor Ort betroffen sind, die lehnen das ab. Und da hilft auch der schönste Beteiligungsprozess nicht, wenn ich halt jetzt 70 Jahre alt bin, dort oben lebe und halt keine Emissionen während 5 Jahre oder 6 Jahre Bauphase vor meiner Tür haben möchte. Gut, das zweite Beispiel ist jetzt die Endlagersuche in der Schweiz. Ich sage immer, der Landkreis Waldshut, der Pointer ist hier, das ist der Landkreis Waldshut hier, bis zum Jährstädter Zipfel. Wir sind auch Gorleben, weil die ganzen hochaktiven Abfälle werden hier bei uns an der Landkreisgrenze letztlich abgelagert werden. Das ergibt sich aus der Schweizer Geografie. Man hat nur diesen Opalinuston, der hier als Endlagerboden oder ja, Medium in Betracht kommt. Das heißt in der Abkürzung HA sind die hochaktiven Abfälle und SMA sind die schwachen mittelaktiven Abfälle. Also das, auch das nördlich Legeren ist eigentlich für beides vorgesehen, auch das Zürcher Weinland. Es werden dort sehr schöne Mediationsprozesse organisiert. Sie lassen sich jetzt nicht verwirren, entscheidend ist die Regionalkonferenz. Das sind in der Regel so 100 bis 150 Schweizer und Deutsche, weil auch Deutschland darf mitwirken, weil die Auswirkungen ja auch auf unser Landkreisgebiet einwirken. Dann was wichtig ist, es gibt dann Unterarbeitsgruppen. Eine Arbeitsgruppe zu den sozioökonomischen Fragen, eine Arbeitsgruppe zu den Oberflächenanlagen und eine zur Sicherheit. Diese Arbeitsgruppe für die Sicherheit war eigentlich im Schweizer Prozess gar nicht vorgesehen, weil man hat gesagt, der Bürger kann diese Sicherheitsfragen nicht beurteilen, dafür haben wir andere Fachgremien,
aber die Regionalkonferenzen haben die sich erstritten. Und es ist auch eigentlich ein ganz begrenzter Partizipationsprozess, also es wird nicht über das Ob eines tiefen Lagers sich unterhalten, sondern nur über das Wie. Und dazu sollen als sozioökonomische Wirkungsstudien in Auftrag gegeben werden und beurteilt werden. Letztlich, dass dann eine regionale Entwicklungsstrategie von den Bürgern auf den Weg gebracht wird, das hängt stark zusammen mit der Kompensation. In Deutschland ist ja Kompensation sehr verrufen, aber in der Schweiz ist klar, dass für ein HAA-Lager etwa auf einen Zeitraum von 40 Jahren so 500 Millionen Schweizer Franken zur Verfügung stehen und für ein SMA-Lager etwa 300 Millionen. Und dieses Geld soll halt in Entwicklungsstrategien umgesetzt werden, da soll letztlich die Bürgerschaft mitwirken. Und das Zweite ist halt, man darf mitentscheiden, wo die Oberflächenanlagen platziert werden. Also letztlich, wie kommt der Abfall von der Oberfläche nach unten, in welcher Gemeinde soll das geschehen, und da gibt es dann Diskussionen über Rampe und Schacht und Mögliches. Jetzt haben wir, ein Konflikt ist da aufgetreten. Man hat der NAGRA gesagt, das sind die Entsorgungspflichtigen in der Schweiz, machen wir wenig Vorgaben hinsichtlich der Oberflächenanlagen, weil das ja nur zur Einengung des Diskussionsprozesses in der Partizipation führt. Und die NAGRA ist losmarschiert und hat jetzt eine Reihe von Oberflächenanlagen über Grundwasserleitern als Vorschlag ins Verfahren eingebracht. Jetzt sagen die Kantone, das ist also die Länder der Schweiz, die kantonalen Fachstellen, wir wollen das aber nicht. Das betrifft teilweise strategische Grundwasserreserven in unserem Kanton. Und die Leute vor Ort sagen, ja, wir können ja diesen Fachkonflikt, ob jetzt das hier zugelassen werden kann oder nicht, das können wir ja gar nicht beurteilen als Laie. Und wird dann gleichzeitig auch in Zweifel momentan gezogen, ob auch dieser Aufbau richtig ist, dass man erst von oben nach unten geht oder ob man nicht erst unten die Lagerbereiche festlegen sollte und dann nach oben gehen. Aber mit diesem Beispiel möchte ich zeigen, so ein Prozess braucht halt natürlich klare fachliche Vorgaben. Es bringt nichts, wenn die Leute heute diskutieren über Oberflächenanlagen und im späteren Verfahren kommt irgendeine Behörde und sagt, ja, das kann ich fachlich gar nicht mittragen. Darum ist ganz wichtig, auch vorneweg klarzumachen, wo wir uns bewegen. Dann noch ein fiktives Beispiel mehr zum Rechtsrahmen. Sie haben die Möglichkeit, zwei Oberbecken beim Pumpspeicherwerk irgendwo festzulegen, zwei Standorte. Der eine Standort ist siedlungsfern, liegt aber in einem FFH-Gebiet. Der zweite Standort ist siedlungsnah. Ein Beteiligungsprozess wird sich, denke ich, für den Standort A im Zweifel entscheiden. Ist auch ganz menschlich. Aber wie es rechtlich ausgeht, lesen Sie heute mal ein Urteil vom Bundesverwaltungsgericht zu irgendeiner Infrastrukturmaßnahme. Da finden Sie vielleicht noch 10 Seiten zum Emissionsschutz und 90 bis 100 Seiten zum Artenschutz und zur FFH-Problematik. Das zeigt das Ungleichgewicht. Also muss auch der Rechtsrahmen letztlich klar sein. Die Schweiz hat den Vorteil, dass viele dieser Standortentscheidungen nicht justiziabel sind. Also da wird dann letztlich politisch über den Standort abgestimmt und Sie können dann in einem späteren Verfahren nicht mehr geltend machen, ja, aber der Standort B war doch eigentlich viel verträglicher für irgendwelche Belange, sondern wenn die politische Entscheidung gefallen ist, dann gilt halt der Standort A. Und das ist in Deutschland nicht so. Wir müssen uns halt im Rahmen der alternativen Prüfung dann halt darlegen, dass sich der Standort B jetzt hier nicht rechtlich aufdrängt. Und wenn halt die rechtlichen Argumente halt für A sprechen, dann hilft es halt nichts, dass der Prozess sich für B festgelegt hat. Also das ist ein juristisches Problem, das auch nicht so ohne weiteres zu lösen ist. Dann haben wir natürlich die Frage, was Frau Barth so angesprochen hat, wie machen wir Ergebnisse von so einem Beteiligungsprozess im Verfahren verbindlich. Wir haben halt im Emissionsschutz eine gebundene Entscheidung, die ist eigentlich für solche Ermessenserwägungen gar nicht zugänglich. Und dann haben wir in der Planfeststellung halt die Abwägungsfreiheit der Planfeststellungsbehörde. Also man sagt, ohne Abwägungsfreiheit keine Planfeststellung. Und es gab letztens ein Urteil vom Bundesverwaltungsgericht zu einer Bundesautobahn. Da hat man gesagt, Meditation ist ganz schön, aber Planfeststellungsbehörde darf da weder gebunden noch dabei sein. Also das sind auch so ein bisschen die Schwierigkeiten. Deshalb auch zu den Thesen. Bürgerbeteiligung muss möglichst frühzeitig einsetzen. Da bin ich mit der Frau Barth einer Meinung. Beteiligung setzt ein Minimalmaß an Ergebnisoffenheit voraus. Das hatte ich Ihnen schon dargestellt. Der Rahmen der Beteiligungsprozesse muss rechtlich und fachlich klar abgesteckt sein. Die Ergebnisse können aus meiner Sicht nur dadurch
letztlich zum Antrag und damit verbindlich gemacht werden, wenn der Antragsteller die sich zu eigen macht und letztlich über die Antragstellung ins Verfahren einführt. Dann das Letzte war die Kompensationsfrage, ob das beim Einzelnen einsetzen soll. Ich meine, ich bin da ein bisschen Traditionalist, also es gibt jetzt in der Literatur auch Vorstellungen, man sollte jeden Strommasten irgendwo entschädigen. So weit möchte ich nicht gehen. Also es muss schon, also wir müssen auch als Gesellschaft bereit sein, gewisse Sonderlasten zu tragen, sonst funktioniert, denke ich, unser Leben nicht mehr. Man kann nicht alles kompensieren in finanzieller Hinsicht. Es muss also wirklich richtige Sonderlasten sein, wie ein Tiefenlager. Und dann würde ich auch nicht bei der einzelnen Person ansetzen, sondern würde eher sagen, das ist, muss der Region zugutekommen. Wir erleben es jetzt in Baden-Württemberg mit dem Windkraftausbau. Die Unternehmer rennen durch die Dörfer, machen den Bauern verlockende Angebote, schließen auch Verträge ab. Und der Nachbar, der keinen Vertrag bekommt, der ist ja emotional sehr berührt und gegen das Projekt. Also das sind ganz schwierige Fragen, ja. Letztlich kann man sowas individuell und gerecht entschädigen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.